Bei einem Angriff in Frankreich sind 3 Polizisten getötet und ein weiterer verletzt worden. Ein 48-jähriger Mann feuerte in der Nacht auf die Beamten. Die Attacke ereignete sich nahe der Stadt Saint-Just im Departement Puy-de-Dôme, einer ländlichen Gegend in Zentralfrankreich. Eine Frau hatte die Polizei wegen häuslicher Gewalt zu Hilfe gerufen und war vor dem Täter auf das Dach eines Hauses geflüchtet. Als die Beamten dort eintrafen, schoss der Mann auf sie. Der Täter ist noch auf der Flucht.